Hallo Freunde, jetzt zeige ich euch einmal den Backstage-Bereich, so wie ihr ihn noch nie gesehen habt. Ungeschminkt und richtig echt. Und ihr kommt einfach mit, hinter die Kulissen. So, ich erkläre euch alles. Hier sind wir beim Bühnenaufbau und das in der größten Halle Europas. Achtung, eine Rundumsicht. So, wenn euch noch nicht schwindelig ist, hier sind wir wieder. Ja, hier wird gebaut, das ist die Brücke, die von der kleinen Bühne zurückführt auf die große. Hier drüben kommt die zweite Bühne. Das ist die Hauptbühne, 36 Meter breit und 16 Meter hoch, voll mit Licht gepackt. Hier sind die Bassboxen. Hier geht's gerade los. Wahnsinn. Heute Abend wird hier die Hölle los sein. Jetzt wird gebaut. Da seht ihr schon hinten die beiden Brücken. Die kommen dann aus der Decke runter. Kleines Geheimnis. Und ich laufe und laufe und die Halle wird immer nur größer. So, ich gehe dann mit euch an den obersten Punkt, den hintersten, letzten Punkt der Halle. Und von da zeige ich euch mal unsere Bühne. Jetzt sind wir schon fast am höchsten Punkt, aber nur fast. Wir wollen am höchsten. Und der höchste Punkt ist da. Also so ein Konzertzuschauer hat es auch nicht leicht, bis der an seinem Platz ist. Ich nehme mal den zweitobersten Sessel hier, setze mich hier drauf. So, lieber Zuschauer, das ist der höchste Punkt der höchsten, größten Halle Europas. Und da hinten ist unsere kleine Bühne. Oh, das ist alles Halle hier. Unglaublich. Und heute Abend dürfen wir hier drin ein Konzert machen für euch. Das ist Curtis. Curtis, Curtis, hallo, hallo. Ist für unsere eigenes, exklusives Backstage-Video. Curtis hat sich die Haare gerade frisch geschnitten, sieht gut aus, ist ein bisschen aufgeregt, hat auch die Kamera dabei und er geht jetzt auf die Bühne. Und tschüss. Und tschüss. Okay, hier welche Pässe wohin dürfen. Jetzt kommen wir langsam ins heilige Innenreich. Hektisches Treiben, aber alle grinsen noch fröhlich. So, jetzt geht's los. Hier, Bühnenzeit von DJ Bobo. DJ Bobo, 20.45 Uhr. So, hier ist das Produktionsbüro. Hallo, hallo, schöne Grüße. Diese Leute hier gucken, dass wir alle unser Essen und unser Trinken und so weiter bekommen. Das hinten ist sogar übrigens gerade der Koch am Telefonieren. Der bestellt bestimmt Sushi oder sowas. Gut, oben hat's Fernseher und hier geht's wieder zurück. Hier sind die Garderoben der Ladies. Keine drin. Besetzt. Doch. Okay. Hallo. Are you sleeping? No. Okay. See you later on stage. Das war Lara. Haben wir gerade gestört. Jetzt geht's weiter. Nächste Garderobe. Hier sind die Jungs. Ah, wunderbar. Das ist Markus, er schläft. Das ist Tone. Hi Tone, how you doing? I'm okay, just everything okay? You watch TV? Watching one more time. Das ist Renick, der wärmt sich seit 7 Stunden schon auf. Genau, ich will meditieren. Er meditiert. Hier seht ihr die Kostüme. Das sind die Helme und daneben die Schuhe für die Anfangssequenzen. Oh, da
da haben wir eine junge Dame, das ist Niki. Hallo Niki, hallo. Guten Tag. Es geht noch wenige Stunden bis zur Show. Alles Paletti? Alles Paletti. Gut. Nächste Garderobe ist die von DJ Bobo. Oh, das bin ich. Meine Garderobe. Hier ist noch nicht viel drin. Die Schuhe von Nancy und mir. Erste Kostüm ist bereit. Da drüben ist eine Dusche. So. Und jetzt geht's weiter. Ich zeige euch mal die Kostüme. Die sind jetzt nämlich alle hier. Wardrobe. Hier sind unsere Kostüme. Hier sind die Schuhe für die asiatische Welt. Unten dran die weißen Schuhe für die letzte Deko. So. Das hier ist das letzte Kostüm, alles in weiß. Hier ist das asiatische Kostüm. Das ist Therese, sie näht gerade mein Kostüm fertig. So. Hier in dem Schrank drin jetzt noch mehr. Und dies nehmen wir alles immer mit. So, jetzt fällt mir dann gleich der Arm ab. Das letzte, was ich euch noch zeige, liebe Freunde, ist unsere Küche. Da, wo wir essen und trinken. Hände hoch! Ah! Hier ist was los. Hier ist Marc. Guten Tag. Hey. Hallo. Ist ein bisschen gemein, dass ich die Kamera anhabe. Hallo. Herzlich willkommen bei der Planet Colors Tour. Und ich freue mich nachher, dass alles klappt. Freue ich mich auch. Bis gleich. Ja. So. Hier ist unser Catering. Das Essen. Das Herzstück einer Tour. So. Heftiges Treiben hier. Hier gibt es Tee, hier wird gearbeitet. Hier ist unser Chef de Cuisine oder die mehreren Chef de Cuisine. Guten Tag. Was empfehlen Sie denn heute? Lammkeule und einen sehr, sehr leckeren Putenrollbraten. Genau, so war es. Darf man da mal hingucken? Ja, klar. Ja, das ist eine gute Idee. Putenrollbraten, der Matsch. Das riecht doch schon fein. Jungschweinrücken ist das. Und hier ist der Lamm. Aber der ist noch nicht fertig. Ah, okay. Wunderbar. Schade, dass man auf Video nicht riechen kann. Das riecht lecker. Herzlichen Dank. Okay. So. Ich hoffe, der Rundgang hat euch Spaß gemacht. Mir auf alle Fälle. Und jetzt war's das.